Weiterbildung? Kann das weg? Episode 1. Sagen Sie, Weiterbildung? Das brauchen wir nicht. Es ist bisher auch so gange. Oder kennen Sie so jemanden? Da antworten wir, aber nehme lang. Lange geht das nicht mehr gut. Heute verändert sich zu viel, zu schnell. Um im Spiel zu bleiben, müssen Menschen und Unternehmen für eine gezielte Weiterbildung sorgen. Zum Beispiel, weil wir heute 12-mal so viele Studienanfänger haben als noch vor 70 Jahren. Auch deshalb fehlt der Nachwuchs bei Fachkräften, Technikern, Meistern. Beschäftigte stellen außerdem höhere Ansprüche an die Weiterbildung, beim Inhalt und bei den Methoden. Der Frontalvortrag ist out. Durch den demografischen Wandel werden unsere Belegschaften im Schnitt immer älter. Wir brauchen Konzepte, die Beschäftigte aller Generationen zu einem gemeinsamen lebensbegleitenden Lernen motivieren. Das heißt auch, lernförderliche Arbeitsbedingungen schaffen, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Wer heute 55 ist, hat oft noch ein knappes Jahrzehnt Arbeitszeit vor sich. Mit der Digitalisierung werden in so gut wie allen Arbeitsbereichen neue Technologien eingeführt, in immer kürzeren Abständen. Unser Wissen ist also schnell veraltet. Weiterbildung muss deshalb bei allen Mitarbeitenden digitale Grundkompetenzen aufbauen, auch über neue digitale Kanäle und Methoden. Die Globalisierung führt schließlich dazu, dass wir uns öfter virtuell austauschen. Die Fähigkeit, mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten, wird noch wichtiger. Im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Teilen der Welt zählen heute mehr denn je das Wissen und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weiterbildung brauchen wir nicht. Es geht auch so. Aber nehme lang. Wer sich selbst, das Unternehmen, die Beschäftigten nicht auf die kommenden Veränderungen vorbereitet, gerät ins Hintertreffen. Werden Sie aktiv und informieren Sie sich gleich, was Sie tun können, um das zu verhindern. Die Agentur Q ist für Sie da, denn die Zukunft beginnt mit Qualifizieren.